herzliches Willkommen in die Runde zum ersten Rezeptvideo des BBKs. Wir präsentieren Ihnen einen Vorspeisengang eines Notfallmenüs für alle Fälle. Mit diesem wollen wir mit Ihnen das Erscheinen unseres Notfallkochbuchs Kochen ohne Strom feiern, das seit dem Herbst diesen Jahres in den Buchläden steht. Sie benötigen dazu 2 Esslöffel Rundkornreis, 2 Esslöffel groben Bulgur, 250 Gramm rote Linsen, 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Butter, 2 Esslöffel Mehl, 1 Teelöffel Tomatenmark und 1 Teelöffel Salcha, ein scharfes Paprikamark. Folgende Gewürze geben den nötigen Pfiff: 1 Teelöffel edelsüßes Paprikapulver, 1 Teelöffel getrocknete Minze, 1 halben Teelöffel getrocknete Petersilie, 4 Brühwürfel à 4 Gramm und natürlich Salz und Pfeffer. Außerdem 3 Liter stilles Wasser. Das brauchen Sie an Material: einen Gaskocher, einen mittelgroßen Topf, einen kleinen Topf, einen Schneebesen, ein Schneidemesser, eine Schneidunterlage, einen Messbecher und einen Kochlöffel. Das Rezept reicht für 4 bis 6 Personen und dauert ca. 35 bis 40 Minuten in der Zubereitung. Als erstes die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Im nächsten Schritt füllen Sie die Linsen, den Bulgur und den Reis in den Messbecher, füllen mit 1 Liter Wasser auf und waschen die Mischung mit den Händen aus. Das trübe Wasser schütten Sie anschließend einfach weg. Starten Sie den Gasbrenner behutsam und entfernen Sie leicht brennbare Materialien aus dem Kochbereich. Erhitzen Sie 2 Esslöffel Öl im mittelgroßen Topf und dünsten Sie die Zwiebeln und Knoblauch darin, bis die glasig sind. Anschließend fügen Sie Reis, Bulgur, Linsen, 1,5 Liter Wasser, die Brühwürfel und etwas Salz hinzu. Das Ganze aufkochen und weitere 3 Minuten sprudelnd kochen und anschließend 10 bis 15 Minuten auf mittlerer Flamme köcheln lassen. Dabei gelegentlich umrühren, damit sich nichts am Topfboden ansetzt. Nach der Kochzeit den mittelgroßen Topf zur Seite und den kleinen Topf auf den Brenner stellen. Lassen Sie die Butter zunächst schmelzen, bevor Sie das Mehl mit dem Schneebesen einrühren. Dann zügig Tomatenmark und Salcha unterrühren und schluckweise 300 ml Wasser hinzufügen, bis eine glatte Mehlschwitze entsteht. Die Mehlschwitze gießen Sie in den mittelgroßen Topf, mischen alles und lassen alles noch etwa 5 bis 10 Minuten weiter köcheln. Paprikapulver, Minze und Petersilie einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Schritt träufeln Sie das restliche Olivenöl drüber und bestreuen die Suppe mit noch etwas Minze. Guten Appetit oder Afiat Olsun!